Yeah, because I thought you're gonna be too late. Ich dachte, du wirst zu spät sein. Aber du bist ja nie zu spät, oder? Sehr gut. Hallo meine Lieben, wir fahren jetzt gerade zum Arzt. Und zwar, die Pinja hat vor einer oder vor zwei Wochen, Pinja, wann war das genau? Vor einer Woche hast du das Blut abgegeben, ja? Ja. Genau, vor einer Woche hat sie das Blut abgegeben. Oder zwei Wochen. Zwei Wochen, genau. Und heute haben wir den Termin bekommen, um die Ergebnisse zu besprechen. Ich hoffe mal, dass alles gut ist, dass da irgendwie die Werte, ihre Werte in Ordnung sind, dass die nicht zu hoch, keine Ahnung, Cholesterin hat oder wie auch immer. Das letzte Mal hast du das Blut abgegeben, das war noch in Thailand, glaube vor 3 Jahren, oder? Mhm. Genau. Und jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt sind wir unterwegs in die Stadt. So sieht es nämlich hier bei uns aus gerade. Und wir sind auf dem Weg. Und übrigens, morgen treffen wir uns mit einem Subscriber von uns. Und zwar, er kommt hier aus der Gegend, wohnt nicht weit von meiner Stadt, hat mich in Facebook, oder wo war es, in Instagram, weiß ich gar nicht mehr wo, angeschrieben und gefragt, ob, oder gesagt, vorgeschlagen, dass wir uns bald treffen sollen. Er ist auch mit einer Thailänderin verheiratet, wohnt wie gesagt hier in Deutschland, nicht weit von mir, und wir würden uns dann in meiner Stadt, er kennt sich sehr gut in meiner Stadt hier aus, und er würde dann morgen Abend, würden wir uns treffen, vielleicht ja, Bierchen trinken oder wie auch immer, vielleicht nehme ich auch ein Video auf, wenn er nicht dagegen ist natürlich. Also, Diesel und Benzin kostet, ja, ein bisschen weniger ist es geworden, aber auch nicht so der Burner. Also Diesel 1,96. 1,96, das ist doch der Hammer, wirklich. Obwohl die 30 Cent ist doch die Regierung entgegengekommen, aber trotzdem ist ja übel teuer, wirklich. Wer kann sich das noch heutzutage leisten? Muss man bald mit dem Fahrrad unterwegs sein oder am besten zu Fuß. Noch was, bald sind wir, ich hoffe, das geht jetzt schnell, dass wir soweit, so bald wie möglich 1000 Abonnenten erreichen, und dann können wir mit Livestreams beginnen. Also ich persönlich freue mich wirklich, dass, ich habe es zwar noch nie richtig gemacht, Livestreams, aber ich glaube, das wird uns schon allen Spaß machen. Also wir sind schon eine gute Community und wir können uns da unterhalten, Fragen gegenseitig stellen, gegenseitig vielleicht helfen. Oder um irgendwelche aktuellen Themen uns unterhalten. Und die Pinja wird natürlich auch bei den Livestreams auf YouTube dabei sein. Aber dafür brauchen wir 1000 Abonnenten. Yeah, Pinja. Yeah, we need 1000. Genau. And then you should subscribe and like our video. When we have 1000, and then we will make a live stream. Ja. Also Leute, wir zählen auf euch. Jetzt sind wir fertig mit dem Arzt. Die Blutwerte sind soweit gut. Mhm. Ja? Der hat gesagt, passt alles. Das Einzige, was unter dem Niveau ist, sozusagen, ist der Eisenwert. Gut, aber das ist auch nicht kritisch. Jetzt hat die Ärztin gesagt, man muss mehr Fleisch essen. Und welches Fleisch, Pinja? Rind. Rindfleisch, genau. Aber ich esse keine Rind. Das Problem ist, die Pinja isst kein Rindfleisch. Die isst alles. Die isst Schwein, die isst Hähnchen, die isst Fisch. Fisch und alles, aber kein Rind. Jetzt ist unsere Frage, was könnten wir als Ersatz für Rindfleisch nehmen? Vielleicht kennt ja der eine oder andere sich aus, weil wir sind ja schließlich viele Menschen in unserer Community, ja? Und wahrscheinlich kennt der eine oder andere, was können wir als Ersatz für Rindfleisch nehmen? Vielleicht irgendwelchen, ich weiß nicht, wo es noch Eisen vorkommt. Klar, man könnte Tabletten beim DM kaufen oder so, Eisentabletten, das würde auch funktionieren, aber die meinte, vielleicht ist es besser, ja, irgendwie das mit dem Fleisch zu versuchen. Aber was wäre der Ersatz für Rindfleisch? Schreibt mal eure Kommentare. Was wolltest du sagen, Pinja? Aber ich esse keine Rind. Genau. Since ich war jung. Seit ich klein war. Ja, since I was born, I don't eat it. Ja, aber deine Schwester isst. Mhm. Nur Nacki. Ja, aber das hat nichts mit Religion zu tun, oder? It doesn't have anything with the religion that you're Buddhist. No. My mom doesn't eat it. Most of my sister don't eat it. Okay. Also Leute, dann habt ihr das auch mitgekriegt. Und die Pinja ist hier, die mag schmeckt sehr gut. Solche Kekse mag sie sehr. Wie ist der Name? 3,48 €. So teuer, Leute. Wie ist der Name von dem Zeug? Wie heißt die? Ich weiß, aber ich vergesse.
Was? Forget? Macalon. Vergessen. Macalon. Macalon. Und schmeckt? Mmh. Wow. Lecker. Lass mal probieren. Hm? You want? Ja. Mhm. But we have to buy a little bit, not too much. Ja, schmeckt. Not too much, not so süß. Ja, nee, schmeckt wirklich gut. Also die Teile schmecken richtig gut. Ja, Leute, sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr wisst, wegen dem Hintersatz. Danke euch. Ich zeige euch, was die Pinja hier mit dem Fisch vom Luca macht. Pinja, das ist der Fisch vom Luca, richtig? Ja. Yeah. Was macht du damit? Was machst du damit? I take the bone out. Also du nimmst die Knochen weg und dann? Yeah, but people say I'm crazy. Cat can eat it, but I worry. Maybe sometime he eat it and then it's hit. Und dann tust du das wohin? In den Kühlschrank? Also, yeah, but du frierst das ein? Ja. Yeah. Okay. You have to make it in the freezer. Und was denkst du, wie lange reicht der Fisch für den Luca? All of that. Ja. Ein Monat mit Reis zusammen. Samen, half month. Halber Monat? Mhm. Hast du von Thailand mehr Fisch mitgenommen? Did you take from Thailand more fish than this? Yeah, more fish. Okay, so you brought from Thailand more than this one? Yeah. Really? Mm. Only that, not including calf or bone, 2 kilograms. You brought this? Yeah, yeah. Ah, okay, got it. I bring it, yeah. Ja, Luca, genieß dein Fisch, weil du kriegst es dann mit der Zeit nur mit Reis zusammengemixt. So, meine Lieben, jetzt sind wir unterwegs zum Wilder Mann bei uns in der Stadt. Die Pinja ist auch anwesend. Und zwar, wie schon erwähnt, wir treffen uns heute mit einem Abonnenten von unserem Kanal, mit dem Marcel. Der ist auch mit einer Thai verheiratet, der kommt mit ihr. Und wir sind mal gespannt, wie das dort wird. Vielleicht filme ich ja für euch. Bis dann. Und jetzt nach links, ja. Schönes Wetter heute, oder? Ja, super. Gefällt dir? Ja. Nicht zu kalt und nicht zu warm. Sehr schön. So, meine Lieben, jetzt sind wir da. Unten auf der Terrasse gibt es noch freie Plätze, ist noch alles leer. Und oben auf der Terrasse im zweiten Stock ist alles voll. Da ist nichts, da ist kein Platz mehr frei. Und natürlich innen drin, gut, da jetzt ist es warm, da will eh keiner sitzen. Jeder möchte in der frischen Luft sitzen. Ich bestelle mir eine halbe und hier die Preise für das Menü. Wenn es euch wirklich irgendwie interessiert, was da für Preise sind, könnt ihr auf Stopp drücken. Aber ist wirklich da Cocktails zum Beispiel, Long Island, Iced Tea, Long Beach, Coco, Mai Tai, 99, Motherfucker, 1190, Zombie, Hurricane und so weiter und so fort. Und hier die Preise für Burger, Salate, Pizza, Flammkuchen, Dessert. Genau, dass ihr auch mal einen Einblick drauf habt. Wie läuft dein YouTube-Channel? Sehr gut. Kannst auch subscriben und... Ja, schon. Ich bin Subscriber von dir. Also Leute, beim Wilder Mann vorbeischauen, schmeckt immer alles bestens und köstlich. Jetzt trinke ich den guten alten Augustiner. Ja, das älteste Bier Münchens. Na Pinja, alles gut bei dir? Ja. Ziemlich viel los hier. Hallo, wir sind jetzt gerade eben aufgestanden mit der Pinja, ein bisschen noch ein Kater von gestern. Wir sind gestern erst um 1:30 oder 2 nach Hause gekommen. Die Pinja ist auch noch müde, es ist ziemlich früh, jetzt 8 Uhr gerade mal. Pinja spült hier. Wie fühlst du dich, Pinja? Alles gut? Ja. Ja? Ein bisschen müde. Ein bisschen müde. Warst du gestern betrunken? Ich weiß es nicht, der Name. Ein bisschen betrunken, ja? Ein bisschen drunk, ja? Ja. How do you feel? I feel like the world is shaking. Yeah? Okay. Interesting. But I drink a little bit, just a little bit, not much. Yeah, this not is even finish one glasses. Yeah? One glass, yeah. Und das Mädel, die thailändische Frau, die hat gesagt, dass sie praktisch in Deutschland circa seit 4 Jahren wohnt und die kann wirklich gut Deutsch sprechen. Und sie macht ja eine Ausbildung als Krankenpflegerin, sprich, die kann dann im Krankenhaus. Oh, siehst du, ich bin immer noch dicht.
im Krankenhaus oder im Altersheim zum Beispiel arbeiten. Und das habe ich mal der Pinja vorgeschlagen. Gell, Pinja, ich habe gesagt, ja, vielleicht könntest du auch eine Ausbildung anfangen als Krankenschwester. Aber du sagst es ja, du bist ja nicht sicher, weil du kannst nicht so gut Blut vertragen. Oder I worry if I'm gonna pass out. Understand? What do you mean pass out? Pass out is like... Yeah. You sleep, fall down and sleep. Yeah, I got it. Sleep, but not dead. Yeah. Pass away is dead. Yeah, genau. Pinja, und noch eine Frage an dich. Wie war das Essen gestern? Hat es dir geschmeckt? Schmeckt gut. Das ist Schweinefleisch. Schweinefleisch, genau. Mhm, mit Fenfly. Ja. Yeah. Ja, das sind Kartoffeln gewesen, ja. Genau. War nicht schlecht, ja? Nicht schlecht. Und Cocktail, süß, aber gut. Welchen hattest du? Mai Tai oder? Ich habe zwei Cola. Ja. Das. Und ja. Ein Cocktail, ich weiß es nicht, der Name. Mhm. Cocktail Sex on the Beach, glaube ich. Ja. Genau. Also, ja, also wir hatten ja. Also ganz gut zum Preis, wirklich. Das Essen hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Respekt, die haben das wirklich gut gemacht. Gut, ich. Ehrlich gesagt, ich kenne auch die Köchin, die das macht. Also die ist wirklich top. Vom Preis her, ich hatte jetzt zum Beispiel zwei Bier. Nee, halt. Ich und Pinja hatten zwei Wasser. Dann eine Cola hatte sie. Dann sie hatte ein Cocktail, also Sex on the Beach. Ich hatte fünf halbe habe ich getrunken. Und einmal Putenschnitzel, einmal Schweineschnitzel. Dann Bratkartoffeln und dann hatten wir Pommes, soweit ich weiß, genau. Und für das alles zusammen, wenn wir das alles zusammenrechnen, habe ich 70 Euro bezahlt. Ist nicht wenig, aber gut, so sind die Preise. So, jetzt sind wir hier bei uns auf dem Balkon gelandet. Mhm. Das Wetter ist heute sehr gut, gell, Pinja? Ja, gut Wetter. Ja, das stimmt. Hier ist unser Garten. Ja, Leute, auf jeden Fall, wir haben 70 Euro bezahlt. Und das Pärchen, das mit uns zusammen unterwegs war, die hatten auch 70 Euro bezahlt. Sprich 70, 70. Das waren jetzt 140 Euro. Ich meine, klar, es ist nicht günstig, aber ihr kennt ja die Preise in Europa. Es wird alles von Tag zu Tag teurer. Ich meine, für 70 Euro kann man in Thailand halb Pattaya tanzen lassen, oder? ihr versteht, was ich meine. Genau. I understand what are you saying, but I cannot answer. Ja, das ist normal. Die erste Zeit ist es immer ein bisschen schwieriger auf Deutsch zu reden als zu verstehen. Guck mal, das ist mein Chili von Thailand. Das ist der Chili von Thailand von der Pinja. Sieht aber gut aus. Riecht große es auch? Und große. Nicht, nicht. Aber der Dill, das riecht übel. Also wenn ihr da mit uns dabei wärt hier, das würdet ihr gleich riechen. Das riecht sehr, sehr gut. Ja, und heute ist das Wetter wie in Thailand, oder? Ein bisschen. Also Regen, heute. Ich weiß es nicht. Heute ist kein Regen, du siehst doch, das ist kein Regen. In Thailand. Nee, in Thailand ist heute wahrscheinlich Regen, aber ich sag, heute hier ist das Wetter ungefähr wie in Thailand. Oh, die gleich mit in Thailand. Ja. No rain. Kein Regen, ja? Mhm. Ich weiß nicht, wie du hier im Winter überleben kannst. How you gonna be here in the winter? I also talk to die Frau von gestern. Yeah. Sie hat gesagt, you have to wear something, many things, Kleider, ja. Okay, alles klar. Aber das packst du, Pinja, du bist die Beste. Also genau, Leute, und ich wollte euch sagen, auf jeden Fall, Pinja sucht ja einen Nebenjob. Vielleicht kommt ja der eine oder andere von euch hier von der Umgebung, sagt man mal grob, Raum Esslingen. Und vielleicht wisst ihr jemanden, der jetzt irgendwie eine Unterstützung sucht, einen Minijob oder Basis, weil die Pinja, ich force sie, also ich auf keinen Fall, dass ich hier sage, Pinja, du musst arbeiten gehen, nein, das kommt von dir, oder? Du willst es selber praktisch. Ja. Weil also Minijob, so Part-Time-Job, weil zu Hause ist auch manchmal langweilig, oder? Mhm. Ja, genau, weil Leute. But sie, let's see. Yeah. If they find some good job for me, I will take it. If not, I will not take it. Ja, yeah, genau. Sie muss ja nicht unbedingt arbeiten. Sie muss auf jeden Fall B1 bestehen. This muss is not a must. Genau. A must should be that you're gonna learn German. Yeah. And alles andere, das ist eigentlich egal. Wenn sie möchte, kann sie das nehmen. Wenn nicht, dann nicht.
Genau, also, wenn ihr jemanden kennt hier in der Umgebung, sagt auf jeden Fall uns Bescheid. Wo ist eigentlich der Luca? Schlafen. Schläft er? Ja. Ja. Leute, ich wollte euch auf jeden Fall mal Danke sagen, dass ihr mit uns dabei wart. Gestern, und vielleicht kommt ja der eine oder andere hier aus der Gegend, dann schreibt uns irgendwie an, unter dem Kommentar oder wie auch immer, oder auch im Instagram. Und wir können uns auch gerne mit euch treffen, ist kein Thema. Auf jeden Fall danke, dass ihr den abonnierten Kanal, vergisst es nicht, schreibt eure Kommentare, shared unsere Videos, gebt uns auf jeden Fall ein Like und wir danken euch. Bis dann, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen.